Hello, hello. It's beginning to look a lot like Christmas. Wie ihr hier unschwer sehen könnt, melde ich mich mit unserem aktuellen Online-Workshop, ein Workshop to go, für diese kleinen Taschen-Adventskalender gefüllt mit Pull-Moll-Blistern. Das bieten wir, das Team Kreative Machenschaften, euch aktuell als Online-Workshop an. Könnt ihr bei uns buchen. Und jetzt zeige ich euch mal flotti, was dieses Workshop-Paket alles beinhaltet. Ihr seht, hier haben wir oder habe ich schon mal so verschiedene Varianten in unterschiedlichen Designerpapieren vorgebastelt. Nur mal so zur Anregung mit verschiedenen Verschlussmechanismen. Ihr bekommt auf jeden Fall 2, 4, 6, 8, 10 Pull-Moll-Blister, die ihr verpacken könnt. Ihr bekommt dazu entsprechend Material. Das fällt mir gerade schon runter. Ihr habt's gehört. Ich sammle es mal wieder ein. Das ist der Live-Effekt. Ihr bekommt zwei unterschiedliche Farben Farbkarton, jeweils 6 Blatt. Die könnt ihr euch auch ein bisschen nach Wunsch zusammenstellen, je nachdem, für welches Designerpapier ihr euch entscheidet. Also 12 Blatt Farbkarton. Ihr bekommt ausreichend Designerpapier. Das ist jetzt hier das in 6 mal 6 Inch. Ein Viertelpaket wären hiervon also 12 Blatt. Bei den anderen großen Designerpapieren sind es entsprechend 6 Blatt. Ihr bekommt außerdem noch 2 Bögen Farbkarton Flüsterweiß oder wahlweise auch Vanille pur. Denn es gibt ja noch was dazu. Die liebe Claudia von Kreative Machenschaften hatte das ja neulich schon mal gepostet. Findet ihr auch auf ihrem Instagram-Account. Sie hat ja hier passend zu der Stanzform viele Etiketten. Die Stanzform wurde ja nicht so oft gekauft, weil leider schade es nur englischsprachige Stempelsets dazu gibt. Und Claudia war so clever und hat für euch das Ganze so entworfen mit deutschen Weihnachtssprüchen, mit deutschsprachigen Weihnachtssprüchen. Woo. Und ja, könnt ihr euch hier drauflegen und entsprechend ausstanzen und dann auch hier diese schönen Adventskalender to go entsprechend mit verzieren. Das stellen wir euch in unterschiedlichen Farben auch zusammen, damit das auch von der Schriftfarbe her zum Designerpapier und Farbkarton passt. Alternativ gibt es hier noch sowas zum Ausdrucken. Da könnt ihr entweder nehmen hier die bestickten Rechtecke. Da gibt es eins, das hier exaktement dazu passt. Dann könnt ihr euch nehmen, die Stanzformen so hübsch bestickt. Da könnt ihr auch verschiedene Varianten draus machen. Ihr könnt euch einmal, na, das ist ein bisschen klein. Was habe ich mir denn da ausgedacht? Doch, eigentlich sollte das gehen. Ja. Das könnt ihr euch drauflegen. Ihr könnt es aber auch hier mit dem oder macht es halt im Doppelten drauf. Ihr könnt aber auch hier mit dieser alten Stanze arbeiten, wer die noch im Bestand hat. Denn, oh Wunder, oh Wunder, das passt auch. Patsch. Also, ihr könnt es aber auch irgendwie sonst anderweitig ausschneiden, zurechtschneiden, wie ihr da lustig seid. Dann gibt es noch zu den Papieren jeweils eine halbe Rolle Geschenkband. Ne, das passen wir farblich natürlich hier an Farbkarton und Designerpapier an. Ich habe im Moment alles soweit vorrätig. Ihr könnt euch da echt
in Farben und Designerpapierwünschen frei äußern und dann stellen wir das entsprechend zusammen. Ja, ich hoffe, ihr findet das Ganze interessant und freut euch. Wir haben mittlerweile 9 Videoanleitungen für euch zusammengestellt. Das ist eine ganze Menge Holz und besonders die Bastelanfänger, die wird das natürlich auch freuen. Und ja, schaut gerne bei uns vorbei, Team Kreative Machenschaften. Ihr könnt bestellen bei Claudia Strauchfuß, bei Manuela Auer, Papierteufelchen, bei der Kreativmuschel Katrin Küst oder bei mir Martina Schmitz, gefalzt und zugeklebt. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Dienstagnachmittag. Bleibt gesund und munter und ich freue mich auf eure Bestellung. Tschüss!